Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Und wir starten direkt mit den aktuellen Fallzahlen heute am 8. August 2021 und da berichtet bangkokpost.com. Thailand hat in den letzten 24 Stunden 138 Covid-19-Todesfälle und 19.983 Neuinfektionen gemeldet, berichtete das Gesundheitsministerium am Sonntagmorgen und beendet damit eine Reihe aufeinanderfolgender Rekordhöhen. Die neuntägliche Fallzahl lag zum ersten Mal seit dem 3. August unter 20.000. Es gab 19.633 Fälle in der Allgemeinbevölkerung und 350 unter Gefängnisinsassen. Die Links zu den Artikeln findet ihr wie gewohnt unten in der Beschreibung. Und dann habe ich noch einen Artikel von bangkokpost.com. Korat verzeichnet 545 neue Covid-Infektionen. Nakhon Ratchasima, das Provinzkomitee für übertragbare Krankheiten, meldete am Mittwoch 545 neue Covid-19-Infektionen und einen Todesfall, sagte Gouverneur Kopchai. Die kumulierte Zahl der Infektionen stieg auf 8.415 und die Zahl der Todesopfer auf 67. Auch der Artikel geht noch ein bisschen weiter und am Ende des Videos werde ich euch nochmal ein paar Fotos einblenden. Dort seht ihr dann genau, wie sich die Neuinfektionen in ganz Thailand auf welche Provinzen verteilen und der Phalang.com berichtet. Getötete Schweizerin auf Phuket, Verdächtiger festgenommen. Phuket, die Polizei auf der thailändischen Urlaubsinsel Phuket, hat bei Ermittlungen zum Tod einer Schweizerin einen Verdächtigen festgenommen. Das berichtete am Samstag der Sender Thai PBS unter Berufung auf örtliche Beamte. Demnach handele es sich um einen thailändischen Mann, der auf dem Polizeirevier verhört werde. Es gebe eindeutige Hinweise, wurde die Polizei zitiert, die wegen Mordes ermittelte. Der Verdächtige soll dem Bericht zufolge ein Geständnis abgelegt haben. Der Artikel geht auch noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zu den vorgetragenen Themen in die Kommentare. Das war's auch schon wieder von dem News Update. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund und noch einen schönen Sonntag euch allen. Macht's gut. Ciao, ciao.